Willkommen zurück bei Metro Last Light. Na, jetzt haben wir alles zusammen. Nun können wir alles auffliegen lassen, Leute. Irgendetwas ist hier seltsam. Warte! Ja, irgendwas hier klingt gar nicht gut. Wir könnten Probleme bekommen. Ich muss sehen. Dann sieh mal nach. Ich laufe einfach mal weiter hier. Ein Dämon. Und davor... Nö, bitte nicht. Scheiß Vieh. Ich erledige dich jetzt, weil ich keinen Bock auf dich habe. Oh, das ging ja schnell. Der arme Kerl. Wir müssen ein bisschen den Fahnen folgen, weil die zeigen uns, wo wir stehen können. Oh. Aha, der wurde gleich gefressen. Naja, da müssen wir uns nicht um die kümmern. Das sieht alles so krass aus hier. Also ich muss sagen, die Oberwelt ist echt geil gestaltet. Im ersten Teil war sie wirklich trostlos und langweilig, aber hier ist sie echt geil. Ich sollte mal in Deckung. Au! Was war das denn? Au! Hä? Ah, was? Was ist das denn? Komisch. Okay. Eine komische Sache ist das, Freunde. Ich glaube, wir ziehen besser weiter. Jetzt leben hier auch noch die Wurzeln, oder was war das? Komisch. Sehr komisch, einfach nur saukomisch. Aber nicht im Sinne von lustig, sondern im Sinne von seltsam. Ja. Oh nö. Nicht schon wieder. Oh. Oh, 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 oh. Alter, 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 Leute, 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 Leute. Haltet euch zurück. Boah. Ich sehe nur noch rot. Ah, tut gut. Schon viel besser. Springt er mich einfach volle Möhre an. Kleiner, wo bist du denn schon wieder? Ich habe mich doch schon wieder verirrt. Und irgendwas lauert hier doch. Irgendwas Krasses. Ich hab Angst. Kommen wir hier durch? Machen aber komische Geräusche. Boah, Alter! Nicht dein Ernst! Willst du mich verarschen? Was war das denn? Ich will nicht weiter, ich will zurück. Das war zu krass. Jetzt weiß ich alles. Das Bild ist vollständig. Alles, was ich bislang gesehen hatte, war nur Vorbereitung. Der richtige Schlag würde im allerletzten Moment gefehlt werden, wenn niemand es erwarten würde. Korbut prahlte damit, dass er die gesamte Metro einnehmen würde, ohne Blut zu vergießen. Er könnte es tatsächlich. Das letzte Blut, das er vergießen müsste, wäre das Blut der Ordenskämpfer, die D6 beschützen.
Die Roten wollen einen Überraschungsangriff starten, und zwar genau in dem Moment, in dem Moskwin das Friedensabkommen mit Miller und den anderen unterzeichnen wird. Ja, es tut mir leid, dass ich hier die Einträge nicht alle finde. So krass genau habe ich mich dann doch nicht umgeschaut. Und langsam will ich auch fertig werden mit dem Spiel, weil es wird einfach spannend irgendwie. Und je spannender es wird, je weniger gucke ich mich dann um. Sie beschützt ihre Kinder. Pass auf! Nein! Nein, hau ab! Nein! Boah, das sieht so krass aus! Hau ab, du blödes Vieh! Ich lass dich auch in Ruhe, ich schwöre es! Hier, für dich! Hier, für dich! Hier, für dich! Hier, für dich! Alter, ich sehe nichts mehr. Das ist alles so krass. Nö, jetzt. Hau ab! Au! Hier, nimm mal das hier. Blöden Viecher. Was für ein krasser Kampf. Ich weiß nicht. Boah, dahin. Ach, da ist der Schwachpunkt war da. Nein! Brauch eine Spritze! Nein! Zu spät. Boah. Ich wusste doch, dass irgendwo noch ein krasser Kampf kommen muss. Das war so klar. Da ist er jetzt auch. Der ist wirklich krass. Der ist echt übel. Ich hoffe, das kriegen wir hin in dieser Folge. Okay, nochmal das Ganze. Sie beschützt ihre Kinder. Pass auf. Hierher, du blöde Bestie. Hier. Bam. Nein. Nein, nicht schon wieder. Nein. Hau ab, du hast Muckgeruch. Nein, es tut weh! Scheiße! Wir hatten nur eine Spritze. Das ist ja zu krass. Die Schrot hat er leider lange zum Nachladen. Oh, ich spreng mich noch selbst in die Luft, wenn ich so weitermache. Oder die bringen mich einfach um. Ja, das war klar. Ich glaube, ich muss eine andere Waffe nehmen. Die Schrot ist zwar super effektiv, aber sie braucht so lange, bis man nachgeladen hat. Das ist so doof. Ups. Nein! So, versuchen wir es mal mit der hier. Ich passe ja schon auf. Nein, nicht schon wieder. Komm schon. Du hast immer noch Muckgeruch. Hier, für dich. Hier, für dich. Au, 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 au. Au, hilft das überhaupt was? Ich baller einfach, ich baller, was ich habe. Ich baller einfach nur noch drauf. Irgendwas wird schon helfen.
Da oben oder was? Ich glaube, das war nicht schlecht. Oh oh. Nein! Hier, lauf rein! Wir könnten es schaffen. Aber ich weiß nicht, wie oft wir das noch tun müssen. Haut er ab? Ah, er verschwindet. Wir haben es geschafft. Sehr schön, sehr schön. Da bin ich ja froh. Puh. Aber tot ist sie noch nicht, oder? Jetzt wird sie gefressen von denen. Kommt, lasst sie. Lauf. Und verschwinde. Waldwächter, cool. Ein neuer Filter drauf. Und auch diese Situation haben wir überstanden. Sehr schön, sehr schön. Ich glaube, das war's dann auch langsam mit den großen Kämpfen. Ich weiß es aber nicht. Gott sei Dank bist du noch hast einen Freund mitgebracht. Moment, ist das... Artyom, dieses Kind sollte nicht ohne Gasmaske hier draußen herumlaufen. Was zum Teufel war das? Oh, so ist es, so ist es. Ein Kind von der Oberfläche, ein Schwarzer. Nein, nicht erschießen, Miller! Dann bringen Sie ihn weg von mir! Keine Maske. Ich hätte es wissen sollen. Der ist grün, aber der da ist gelb. Sag ihm, dass ich keine Gefahr bin. Er scheint sich schnell anzupassen. Ja, das wird ihn am Leben halten. Kann ich mit ihm reden, Artyom? Klar. Oberst Miller, legen Sie Ihre Furcht ab. Dieses Kind ist die Zukunft. Sie brauchen nur seine Hand zu nehmen. Meine Hände sind schon voll. Ich bezweifle, dass dieses Wesen uns helfen kann. Aber Sie beide können ohne mich weitermachen, bevor ich zu einer besseren Einsicht gelange und die Erde von ihm befreie. Wie kann dieser... Ich kann seine Gedanken verstehen. Und ich kann deine hören, Artyom. Kannst du die Gedanken von jedem hören, indem du ihn einfach nur berührst? Bei Artyom ist es anders. Wir können auch aus der Ferne miteinander reden. Er wurde vor langer Zeit adoptiert. Siehst du, Artyom? Die Schwarzen haben dich verändert, damit sie uns verstehen können. Was ist hinter dieser Tür? Hast du gehört? Sie rufen dich. Ich kann es hören. Öffne sie. Moment. Das sieht aus wie eine der versiegelten Türen in D6. Ja, an der Messe. Hat auch ein starkes Schloss. Wir müssen sie aufbrechen. Was ist da? Na, das werden wir gleich mal herausfinden. Mein Volk, die sind drinnen und schlafen. Ach, guck mal an. Unglaublich. Sieh dir das an. Sie machen einen Winterschlaf. Er ist nicht alleine. Ich muss sie wecken. Es wird Zeit, dass sie leben. Wir gehen jetzt alle dahin. Wir werden die Tür öffnen, wenn wir können. Da ist Tod. In der Nähe. Überall. Aber ich muss sie wecken. Oder für immer alleine bleiben. Jetzt hör zu. Hilf uns. Dann helfen wir dir. Das werde ich. Was muss getan werden? Ich muss sie wecken. Wir müssen improvisieren. Hey, wacht auf, ihr Bastarde! Mist. Oberst, können Sie das Tor an der Stelle, wo die Gartenlinie bei D6 endet, öffnen? Haben Sie den Code? Ich habe alle Codes für D6, aber ich kann nichts versprechen. Müssen Sie aber.
Er wird uns in der Polis helfen, wenn Sie es tun. Dann nehmen Sie ihn mit und erklären Sie mir alles unterwegs. Wenn ich überzeugt bin, dass er uns helfen wird, öffne ich Ihre Tür. Mir nach! Das klingt doch gut. Er ist nicht alleine. Er ist nicht der Letzte. Ich verstehe seine Begeisterung und seinen Wunsch, sich sofort mit den anderen zu treffen, um sie zu befreien und zu wecken. Aber er hat sich einverstanden erklärt, noch etwas zu warten. Zuerst wird er versuchen, uns zu helfen. Wenn wir es zur Konferenz schaffen, wird der Schwarze in der Lage sein, Moskwins Gedanken für uns offenzulegen. Oder sogar Korbuts Gedanken. Vielleicht kann dieser Wahnsinn aufgehalten werden. Das ist unsere letzte Chance. Und wir werden es versuchen in der nächsten Folge von Metro Last Light. Hoffentlich seid ihr dann auch wieder mit am Start. Bis dahin.